Hallo, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Heute haben wir den 11.08.2022. Und ich filme hier gerade für euch einen Vollmond mitten in der Nacht. Herzlich willkommen um 2:30 Uhr mitten in der Früh. Ja, es ist Vollmond. Ihr seht es ja. Strahlend hell. Den Vollmond haben wir schon seit ein paar Tagen jetzt, mitten in der Nacht. Ja, in Sachen Gewitter sieht es momentan sehr, sehr, sehr schlecht aus, meine Damen und Herren. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Wir haben eine sehr stabile Hochdrucklage in Bayern. Und wie ich schon in der letzten Doku gesagt habe, bei meinen zwei Gewitterdokus, die ich vor letzten Wochen hochgeladen habe. Die ganzen Wiesen sind ausgebrannt. Felder sind ausgebrannt. Die Bäume verlieren jetzt auch schon ihre Blätter. Ja. Es ist alles ausgetrocknet. Die Böden steinhart. Tagsüber ist es jetzt jeden Tag ein bisschen windig. Das ist jetzt wenigstens gut. Das ist wenigstens jetzt nicht so heiß. Ja. Es ist angenehm warm. So bis 30 Grad haben wir locker. Aber es ist jetzt nicht so heiß wie im Backofen. Ne? Ein wunderschöner Vollmond. Ja, ich habe einfach mal gedacht, das gehört einfach mal zum Wetter, einfach mal dazu, dass ich das jetzt einfach mal kurz filme für euch. Ne? Halt euch jetzt mal auf den aktuellsten Stand der Dinge. Also die zwei Gewitter, was ich die letzten Wochen hatte, ne? Meine zwei Dokus mit diesem Amboss und dann noch ein Nachtgewitter. Das war das Einzige, was wir jetzt dieses Jahr bis jetzt hatten hier in Ingolstadt. Leider. Das waren zwei Volltreffer mit schöner Struktur, mit richtigen Armboss-Erscheinung. Ja. Zuerst ein Eisschirm und dann einen fetten Armboss. Ja. Hatte ich auch noch nie hier. Das war schon echt mega, meine Damen und Herren. Das Nachtgewitter, die Megablitzschau auch, ja. Und der Rest, da ging einfach nichts hier in Ingolstadt. Ich weiß es nicht. Dieses Jahr läuft alles anders. Meine Kollegen gingen auch leer aus, ja. Zum Teil. Die hatten auch bis jetzt bis eins, bis zwei oder bis drei Gewitter gehabt. Im ganzen Sommer 2022. Aber das war's. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir dieses Jahr noch mal im September oder sowas noch einen Volltreffer kriegen. Ja. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Sehr, sehr skeptisch. Was Gewitter angeht. Aber man weiß ja nicht, was der September noch bereithält. Wir können nur hoffen,
dass wir jetzt noch mal ein schönes Abschlussgewitter kriegen, weil die Nächte kühlen auch schon richtig gut runter jetzt. Ja. So um die 14, 13 Grad, zum Teil auch bis 11 Grad. Nochmal richtig schön die Wohnung durchlüften. Aber so wie es ausschaut, bleibt es auch vorläufig erstmal bis diese Woche, bis zum Wochenende in einer Hochdrucklage mit viel Sonne und bis 31 Grad mit ein bisschen schöner Wind. Dann ist nicht ganz so heiß. Und die Wettermodelle sagen jetzt, meine Damen und Herren, ab Freitag dieser Woche und am Wochenende und am Montag nächste Woche kommt so ein Höhentief, was vielleicht Schauer und Gewitter bringen, aber es ist auch wieder nur ein heißen Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Also viel wird da nicht kommen an Regen, was die Natur wirklich dringend bräuchte. Das kann ich euch definitiv gleich mal versprechen, dass da nicht viel zusammenkommen wird. Weil wenn es wirklich so kommen würde, wenn es wirklich sehr viel regnen würde und es haut dann wieder so wie gestört runter, dann habe ich hier die Flut, ja, weil die Böden nichts aufnehmen können. Die Böden, weil die staubtrocken sind. Und ja, das wäre dann auch eine Katastrophe. Aber jetzt haben wir hier erstmal einen wunderschönen Vollmond. Ja, so schaut es auch aus im Moment. Jetzt habe ich mal die Belichtung hochgestellt. Kann man die Wolken sehen? Leicht, ne? Leicht kann man die Wolken sehen, ne? Durch den Vollmond. Ja, hier ist alles hell. Durch den Vollmond. Ihr seht es ja auch. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Aktueller Stand der Dinge. Ja, wir hoffen jetzt, dass wir noch spannende Wetterereignisse erleben, bevor der Sommer endet, weil die Saison ist ja fast schon rum. Ein wunderschöner Mond, ein Vollmond. Klasse. Ja, mitten in der Nacht.
tief mitten in der Früh. Jetzt glaube ich, jetzt haben wir es 3:45, glaube ich. 3:45, 2:45 Uhr. Mitten in der Früh. Ich habe jetzt zwar keine Uhr da, aber ich glaube mal, dass glaube ich, dass 2:45 ist jetzt, ja. Ja, und dann beginnt auch wieder die Sturmsaison, meine Damen und Herren. Weil wenn, ich denke es mir einfach mal so, weil wenn in Sachen Gewitter hier schon nichts ging in diesem Jahr so richtig und nur zwei fette, schöne Systeme gehabt habe mit einem Amboss und ein schönes Nachtgewitter die letzten Wochen, dann denke ich mir mal, dass wir auch dieses Jahr vielleicht ein bisschen Glück haben mit der Sturmsaison. Dann werden wir auch wieder rausfahren und dessen Niederschlag filmen werden. Und dann halt der Winter wieder, ganz klar. Schnee und so alles. Ja, meine Damen und Herren, mir geht's soweit ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, euch geht's auch ganz gut. Schöner Vollmond. Ist schon echt krass, dass ich das filme. Aber gehört einfach zu mir, zum Wetter dazu. Weil es einfach ein schönes Ereignis ist, mal ein schöner Vollmond zu filmen. Ja. Wir machen jetzt bis zu 15 Minuten, meine Damen und Herren, und dann machen wir da einen Stopp, weil ihr habt bestimmt auch nicht so richtig große Lust, jetzt da die ganze Zeit diesen Vollmond da zu sehen. Ist ein schöner Vollmond, der ist schön knallrot. Nimmt jetzt auch langsam Strukturen an bei dem Mond. Aber es ist schön abgekühlt. Boah, herrlich. Nee, wir verbleiben jetzt, meine Damen und Herren. Abonniert mich, empfiehlt mich weiter, wenn ihr keine super Videos verpassen wollt. In Sachen Wetter und so weiter, dann seid ihr bei meinem Kanal richtig. Und ich hoffe, ich bete, dass wir wieder jetzt langsam hier spannende Wetterereignisse kriegen, weil langsam langweilt, weil ständig Hitze. Die ständige Trockenheit ist eine Katastrophe hier in Deutschland im Moment. Das sage ich euch, wie es ist. Jeder leidet, Mensch und Tier. Kein Regen. Die Bäume leiden besonders. Die Flüsse sind auch schon auf die grenzwertigen Niedrigniveau. Jetzt wird es Zeit, dass die Flut von oben kommt. Ja. Dass das wieder alles ausgeglichen wird. Boah, frisch. Jetzt habe ich meine Fenster mal aufgerissen gerade, dass ich hier mal durchlüften kann. Dass die Hitze mal aus der Bude rauskommt, ein bisschen der Dampf. So,
Sobald was in Sachen Wetter geht, melde ich mich wieder, meine Damen und Herren. Habt noch ein bisschen Geduld. Ich kann das Gewitter oder Stürme jetzt auch nicht herzaubern. Ja? Ich muss genauso warten wie ihr alle auch. Und habt noch ein bisschen Geduld, bis wir wieder auf unsere Kosten kommen. Ich hoffe, es dauert nicht mal allzu lang. Und dann schauen wir mal, was der Rest August und der September jetzt da bringt. Ich bin echt gespannt, wie lang die Saison noch geht. Hoffen wir mal auf ein schönes Abschlussgewitter, die schöne Schlussdoku für dieses Jahr, bevor wir uns an die Sturmsaison und nochmal an den Winter wagen. Und dann schauen wir mal. Ja, ansonsten habe ich noch viel zu tun am PC mit meinem Turmfalken- und Wanderfalken-Projekt. Jetzt geht es dann in Australien los, in Orange. Deiner Meinung, Xavier. Mal schauen, wie da die Brutsaison wird. Wie viel Küken die beiden auf die Welt bringen und wie viel sie durchbringen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, meine Saison. Das ist aber auch die letzte Saison für dieses Jahr bei den Wanderfalken. Und dann erst wieder nächstes Jahr meine sechs Turmfalken- und Wanderfalken-Projekte. Ja, rund um die Uhr am PC zu sein und nebenbei euch das Wetter machen. Das ist auch ganz herrlich. Ah, jetzt hat sich der Mond ein bisschen bewegt. Okay. Machen wir mal. Jetzt sieht man die Wolken. Seht ihr das? Da. Hier sieht man die Wolken. Da. Ober dem Mond. Sieht man die Wolken. Seht ihr das? Jetzt sieht man die Wolken ganz gut. Ja, es wird jetzt dann auch gleich bald hell. In 2 Stunden. Jo. Dafür bleiben wir so, meine Lieben. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund. Und habt noch ein bisschen Geduld. Ich weiß, das Wetter ist momentan sehr ruhig, sehr ärgerlich, weil einfach keine Bewegung in die Wetterküche kommt. Aber ich hoffe bald, dass was kommt. Und dann schauen wir mal. Na? Zoome mich mal raus. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns die nächsten Tage. Also, ciao, pfiat's euch.